Willkommen zurück zu Mario und Luigi Brothership. Wo wir nun im letzten Part die dritte Giga-Leuchtturminsel erreicht haben, sind wir dann leider easy peasy in Gefangenschaft geraten, konnten uns dadurch allerdings befreien, haben schon den ersten Stecker erhalten und jetzt suchen wir mal nach den anderen beiden. Was soll das denn für ein Spielchen werden? Oh, ist das etwa so ein Spielchen wieder aus dem Dschungel oder was? Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Also wir müssten eigentlich hier müssten wir eine hinstellen und dann. Warte mal kurz, ich will mal kurz schauen, langt das? Nee, 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 hört mal auf. Alles klar. Also das ist schon mal in Ordnung. Das andere Teil müsste ich auch auf die Mitte setzen und das müsste ich irgendwie darüber schicken. Aber dann kommt ja Luigi da nicht mehr hoch. Moment mal, es sei denn, ich setze das hier. Und hier kann man auch neuen Versuch einstellen. Ich muss mir mal kurz eine Konstruktion zusammenbauen, liebe Freunde. Bis gleich. Ich glaube, diese Konstruktion hier sollte es jetzt tun. Hoffe ich doch, liebe Freunde. Genau, weil jetzt kann nämlich Luigi hier hin. Ja, das habe ich nicht bedacht, dass ich den einen... Digga, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie soll ich denn da mit Luigi solo rüberkommen? Dabei braucht man einfach nur das UFO, ey. Ja, easy. So und nicht anders ist es gewollt. Digga, ich kann gerade nicht sehen. Gibt's da einen Schalter oder sowas? Hier müsste jetzt der andere blaue Block kommen. Ja, so ist es.
Alles klar, die Wege sind frei, Leute. Wohin führt das denn, Alter? Ist das der... Ja, das ist der richtige Weg. Digga, was ist das denn für eine arschige Nummer? Wer weiß, liebe Freunde, vielleicht schaffen wir es auch schon in dieser Folge zum Boss. Digga. Also, Erstangriff ist bei euch wohl nicht so sehr erwünscht, was? Ja, aber den schalte ich auf jeden Fall zuerst aus. Digga, ich mach das immer zu früh, Alter. Oder zu spät. Früher konnte ich das mal, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Aber ich muss noch einmal schnell wieder nach rechts, liebe Freunde, weil da gab es ja noch eine zweite Tür für uns. Und selbst wenn es nur ein Lagerraum ist oder so, ich will mir das ansehen. Also ich muss sagen, mittlerweile hätte ich mir auch echt gewünscht, dass man gegen alle Mitglieder der Ausfallbrigade wenigstens einmal gekämpft hätte. Ich meine, bisher hat sich uns echt nur Klinker in den Weg gestellt. Das ist schon ein bisschen lame, muss ich sagen. Allgemein halt die Anzahl an Bossgegner hier ist so ein bisschen, naja. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen angehoben, weil aktuell sieht es eher gerade danach aus, als wäre das hier das Mario und Luigi mit den wenigsten Bosskämpfen. Okay, ist halt wirklich nur ein Lagerraum.
Aber naja. Zwei haben wir zum Glück schon. Fehlt nur noch eine. Warte mal, war hier nicht irgendwo eine Treppe nach unten? Ja, hier. Aha. Alles klar. Ah. Ja gut, dann gehen wir mal kurz nach oben, Leute. Wir sind gleich wieder da, Cornetta. So. Jetzt können wir nämlich nach links rüber. Tippitoppi. Ja gut, da war er mir echt zu schnell. Aha. Junge, du bist doch schon kurz vorm Krepieren jetzt. Krepier auch. Ja, also. Geht doch. Bitte lass es reichen. So muss das, liebe Freunde. Boah. Dich habe ich vergessen. Oder besser gesagt, euch. Ich glaube, zum Level Up wird es leider nicht wieder erreichen. Was ich eigentlich persönlich immer echt schade finde. Okay. Ah! Okay,
Okay, das war einfach. Seid ihr da nur nicht so sicher, meine Gute? Ich muss gestehen, Leute, ich habe Angst. Aber wann habe ich das nicht, ne? Bis jetzt bin ich zwar noch gut ohne Game Over durchgekommen, aber schaut euch allein das hier mal an. Das sieht ja mal irre pervers aus, was auch immer da jetzt auf uns zukommen soll. Ich mach besser mal ein Safe State. Digga, kaum zu glauben, dass ich schon 32 Stunden am Zocken bin. Ganz ruhig, Tech. Wir schaffen das. Hey, ich dachte, wir kämen jetzt direkt zum Boss. Oh nein. Das sind Steckdorf und seine Stöpsel. Was die wohl bereden? Wir sollten näher ran. Wie ich sehe, häufen sich eure Fehlschläge weiter an. Besonders du enttäuscht mich ratlos. Deine Effizienz ist außerordentlich niedrig. Ich habe das sicher bereits erwähnt, aber mein Name ist Dratos. Und was meine Effizienz angeht, ich gebe wirklich alles. Am besten ihr schert euch einfach nicht weiter um diese kleinen Fehlschläge. Ich meine, ihr wart doch noch nie jemand, der alles so genau nimmt, richtig? Was? Ich hab dir gar nicht mehr zugehört. Ich musste meinen Plan neu berechnen. Mein Ziel wird in 29 Tagen, 13 Stunden und 32 Minuten erreicht sein. Wir liegen zu 88,3% in der Zeit. Ich nehme alles zurück. Du hingegen, Drahtrost. Nein, alles gut. Verstanden, ich werde härter arbeiten. Ich heiße Dratos, nicht Drahtrost. Oh, Unglück. Was ist? Wir liegen nur noch zu 88,92% in der Zeit. Mit deinen unnützen Gefassel anhören zu müssen, hat uns 0,003% gekostet. Schnickschnack, bin interessiert. Meister Steckdorf. Sind dieser Mann, dieser Luigi, die kommen uns dauernd in die Quere. Erkläre mir das. Die Schnauzbärte, der rote und der grüne Schnauzbart. Ah, richtig, die Schnauzbärte. Ich erinnere mich an die Schnauzbärte. Das lächerliche Zahlen merkt er sich bis ins kleinste Detail, aber bei Namen hört's auf, was? Der Plan läuft wie vorgesehen. Das Omen wird die Welt erfüllen. Dank völliger Isolation obliegen dann alle meiner Kontrolle. Aber nicht mit uns, steckt doof! Reinfall, Brigade. Ja, Meister, es heißt übrigens Ausfall, Brigade. Ich überlasse das euch. So. Ich bin dran. Jetzt pluster dich doch nicht so auf. Schaffst du das wirklich? Na klar, schließlich habe ich etwas zu beweisen. Ich werde allen zeigen, dass ich die Nummer 1 der Auswahlbrigade bin. Ja, ja, mach nur, tu was du tun musst. Sag uns, Steckdorf, was hat er mit dem Omen vor? Das sage ich euch doch gern. Er sorgt nicht nur dafür, dass Konnektadia zersplittert bleibt, er wird das Ende von allem herbeiführen. Echt cool, was? Dann sind in Konnektadia alle weg. Wieso sollte Steckdorf so etwas wollen?
Das Ende von allem? Alle weg? Aber wieso? Die Details weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass dann alles weg ist. Und nur damit ihr Bescheid wisst, ihr werdet als Erste weg sein. Oh ja. Seht und staunet, meine Freunde. Zuallererst bekommt ihr es mit diesem Deck zu tun, das voller Unterlicht steckt. Los, Sporn und Tor! Ach du Scheiße! Schmodotor. Wisst ihr was, Freunde? Ach so, okay, hab verstanden. Ja, hab verstanden. Die Folge wird zwar heute wieder ein bisschen länger, aber egal. Scheiß drauf, Freunde. Das gibt's auch noch hier zu sehen. Moment. Ihr bestimmt nicht die Regeln. Oh ja, ihr könnt doch nicht einfach kämpfen, wann und wie ihr wollt. Hier, seht euch nur mal um. Wir haben die Arena in drei Bereiche unterteilt. Das, wo wir uns gerade langweilen, ist der Normalbereich. Dann hätten wir dort noch unseren feinen Lava-Bereich und den einmaligen frostigen Eisbereich. Mit meiner kleinen Fernbedienung hier kann ich nach Lust und Laune den Bereich wechseln. Soll ich euch mal zeigen, wie das funktioniert? Aber sicher doch. Na klasse. Check das mal. Smolotor gibt richtig Gas. Und wenn ich zu Feuer oder Eis wechsle... Gleich habt ihr nichts mehr zu lachen. Los, Spolotor, zeig's denen. Mach sie kalt und heiß, und zwar ins Ausgang. Okay, Freunde, ich fürchte, wir müssen jetzt mit Hammer kämpfen. Mario, Luigi. Alter. Digga, das ist doch einfach nur assi, was hier gerade läuft, Leute. Wirklich. Und wenn er sich jetzt auch die ganze Zeit regenerieren kann. Ja, es geht weiter, liebe Freunde. Stecko, um die Fernbedienung zu erhalten. Versuche Stecko an den Rand der Plattform zu bewegen, indem du dich mit Hilfe von nach rechts oder links drehst und ihn durch wiederholtes Drücken von B rückwärts ziehst. Hast du Stecko an den Rand der Plattform gedrängt? Drücke wiederholt B, um ihn ins Verderben zu schleudern, dir die Fernbedienung zu schnappen. Oh!
Ah, so funktioniert das Spielchen. Luigi, sauber! Damit kann man zwischen den drei Bereichen wechseln. Na los, gleich mal ausprobieren. Alter, der Kampf ist echt assi, Leute, wirklich. Ja, ich hab verstanden, wie das geht. Digga, das ist ja unfair, Alter. Definitiv nicht mein Lieblingsgegner, aber mal gar nicht. Ja, klar. Nee, Freunde, ich glaube, ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge weiter mit Schmodotor. Bis dann. Ciao.